Ein Radfahrer fährt 40 Sekunden mit der gleichbleibenden Geschwindigkeit von 18 km pro Stunde. Dann beschleunigt er in 20 Sekunden auf 28,8 km pro Stunde. Diese Geschwindigkeit behält er eine Minute bei und bremst dann innerhalb 40 Sekunden gleichmäßig zum Stillstand ab. Berechne die Länge der zurückgelegten Strecke. Die gesamte Strecke besteht aus 4 Teilstrecken. Der erste Teil ist eine GGB, der zweite Teil eine GGBB, der dritte Teil eine GGB und der vierte Teil wieder eine GGBB, die aber verzögert ist. Hier findet eine Verlangsamung statt. Schauen wir im ersten Teil. Die Zeit T1 beträgt 40 Sekunden und die Geschwindigkeit V1 beträgt 18 km pro Stunde. Das heißt 18.000 Meter pro 3.600 Sekunden, also 5 Meter pro Sekunde. Teil 2. Die Zeit T2 beträgt 20 Sekunden, die Geschwindigkeit V2 beträgt 28,8 km pro Stunde, also 28.800 Meter pro 3.600 Sekunden. So finden wir V2 gleich 8 Meter pro Sekunde. Teil 3. Die Zeit T3 beträgt 1 Minute, also 60 Sekunden, und die Geschwindigkeit V3 beträgt 8 Meter pro Sekunde. Jetzt der vierte und letzte Teil. Die Zeit T4 beträgt 40 Sekunden und die Geschwindigkeit V4 ist gleich 0 Meter pro Sekunde. Wir suchen die gesamte Länge dieser Strecke, die wir L nennen und die wir in Meter ausdrücken. Dazu werden wir für jeden einzelnen Teil die Länge bestimmen. X1, X2, X3 und X4 drücken wir jeweils in Meter aus und die gesuchte Länge L ist ganz einfach die Summe dieser 4 Längen. Teil 1 ist eine GGB. Zu einer GGB haben wir diese Formel zur Verfügung, die in unserem Fall zu x1 gleich v1 mal t1 führt. Wir ersetzen v1 durch 5 und t1 durch 40. Und so finden wir, dass x1 200 Meter ist. Diese erste Länge x1 beträgt also 200 Meter. Zu dieser GGBB im zweiten Teil stehen uns diese zwei Formeln zur Verfügung. Die erste Formel führt zu V2 gleich V1 plus A2 mal T2, denn die Anfangsgeschwindigkeit dieser GGBB, das ist diese Geschwindigkeit V1. Wir ersetzen die Größen durch die Werte, die bekannt sind, und so führt das zu dieser Gleichung, deren Lösung A2 gleich 0,15 ist. Die Beschleunigung während dieser GGBB beträgt also 0,15 Meter pro Quadratsekunde. Jetzt bestimmen wir diese Distanz x2 durch die zweite Formel, in der wir A2 durch diesen gefundenen Wert ersetzen und die anderen Größen durch die bekannten Werte ersetzen. Und somit finden wir, dass x2 130 Meter beträgt. Wir ersetzen also dieses x2 gleich wie viel Meter durch x2 gleich 130 Meter. Der dritte Teil ist eine GGB, zu der wir diese Formel zur Verfügung haben. In unserem Fall
führt diese Formel zu x3 gleich v3 mal t3, also x3 gleich 8 mal 60, das heißt 480 Meter. Diesen Abstand x3 gleich 480 Meter werden wir hier eintragen. X3 gleich 480 Meter. Die vierte Teilbewegung ist wieder eine GGBB, die aber verzögert ist. Also haben wir wieder diese zwei Formeln zur Verfügung. Die erste Formel führt zu V4 gleich V3 plus A4 mal T4, denn die Anfangsgeschwindigkeit von diesem vierten Teil, das ist diese Geschwindigkeit V3. Diese Gleichung führt zu dieser. Und jetzt brauchen wir nur noch diese Gleichung nach A4 aufzulösen und finden so minus 0,2 Meter pro Quadratsekunde. Die Beschleunigung A4 ist effektiv streng negativ, denn diese Bewegung ist eine Verzögerung. Die zweite Formel führt zu dieser Rechnung. Wir ersetzen V3 und T4 durch die bekannten Werte und wir ersetzen A4 durch den gerade gefundenen Wert. Somit führt das zu dieser Rechnung. Dieses Minus wurde hier vor dem Bruch gesetzt und diese Rechnung ergibt, dass X4 160 Meter beträgt. Wir werden diese Distanz an dieser Stelle eintragen. Ist gemacht. Um die Länge L dieser gesamten Strecke herauszufinden, reicht es, die Längen dieser vier Teilstrecken zu addieren. Und diese Addition führt zu 970 Meter. Die Länge der gesamten Strecke L beträgt also 970 Meter.